Hallo ihr Lieben, wie ihr vielleicht wisst, ist am 10. Juli die Produktion von meinen Videos so langsam wieder angelaufen. Ich möchte dieses Video jetzt auch gleich dazu nutzen, um zu sagen, wie es in Zukunft weitergeht und sonstiges noch. Also in Zukunft wird es nicht besonders viel anders weitergehen als jetzt. Ich überlege allerdings, die Programmvorschau auf den Sonntag zu setzen. Und ja, dann schauen wir einfach mal weiter. Also statt am Freitag, oder? Ach, ich weiß es noch nicht. Vielleicht lasse ich es ja auch am Freitag liegen, das sehe ich dann. Auf jeden Fall wollte ich in dieser Woche als erstes Video am Sonntag die Programmvorschau senden, aber heute ist ein kleines Ereignis dazwischen gekommen, das ich mit euch teilen möchte. Und deshalb habe ich mich heute nochmal hingesetzt und ein kleines Video zusammengeschnitten. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, es ist einigermaßen gut geworden und man kann es sich einigermaßen anschauen, ohne Augen- und Ohrenkrebs zu bekommen. Und ja, dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß und gute Unterhaltung bei dem Video. Ja, ganz kurz, was kommt zur nächsten Woche oder die nächste Woche? Wie gesagt, es ändert sich eigentlich nichts und ich habe die Zeit wirklich sehr genossen und ich freue mich jetzt auch auf die neuen Wochen, auf die neuen Livestreams, auf die neuen Let's Plays. Da freue ich mich jetzt wirklich drauf. Und ja, ich wünsche euch auch jetzt dann viel Spaß bei diesem Video und gute Unterhaltung. So Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play... Quatsch! Schmarrn! Nee, von einer weiteren Folge aus Omnis Küche! Heute kochen wir aber nicht miteinander, sondern wir werden heute dieses kleine nette Paket hier aufmachen, das mir der liebe Daniel zum Geburtstag geschickt hat. Der ist jetzt schon eine Weile her, aber ja, darum soll es jetzt hier nicht gehen. Wir schauen mal, dass wir das Paket aufmachen und ich bin schon sehr gespannt, was uns da drin erwartet. Es ist schon wieder so warm hier drin, es ist gerade mal 10:30. Egal, ich nehme mir mal ein kleines Messerchen. Und jetzt schaue ich mal, ob ich hier irgendwie mit einer Hand das Ding jetzt hier aufbekomme, weil ich filme das jetzt einfach mal gerade mal freihändig. Ich habe jetzt hier eine neue Kamera, mit der ich das alles filme, jetzt nicht mehr mit dem Handy. Das habe ich so schön vorher in mein Mikrofon, jetzt habe ich mich schon geschnitten. Ja, genau, schön, naja. In mein Mikrofonständer, Stativ, ich schneide das jetzt hier einfach mal so auf wie eine Kartoffel. Ne, das geht nicht. Wir sehen uns gleich wieder, ich schneide hier nochmal schnell die Dinger auf. So, und da bin ich wieder, also ihr seht schon, komplett perfekt vorbereitet und mein Finger ist nichts passiert. So, jetzt schaue ich mal, dass ich hier den restlichen, den Steg, den habe ich hier noch drinnen gelassen. Also man sieht schon, das ist trotzdem noch zu, also ich habe jetzt hier nicht geschummelt. So, jetzt schaue ich mal, dass ich hier das Ding noch aufbekomme. So, jetzt ist das Ding offen. Ja, dann schauen wir mal, was da so alles drin ist. Ich bin schon sehr gespannt. Weitwinkel, ja, so. Dann schauen wir mal rein. Weiß nicht, wie soll ich es machen? Nee, komm, das machen wir jetzt ganz normal. Was haben wir denn hier drin? Ui, Original, was ist das denn? Was ist denn das hier? Wer das Original? Soft Edamir Eclair. Soft Eclair steht da. So, was haben wir denn da noch? Da haben wir einen Zettel, den lesen wir gleich mal als erstes. Steht da drauf. Hallo, du Fahrer eines Omnibuses. Es ist schon ein paar Tage her, doch mit diesem Päckchen wünsche ich dir nachträglich, aber von ganzem Herzen alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Auch wenn sich unsere Wege bisher nur virtuell kreuzten, ich sollte es so reinhalten, kreuzten, bist du mir doch ein praktischer Schienenbauer, ein talentierter Küchengehilfe, ein guter Freund und das nicht nur, wenn die Welt von Strahlen verseucht ist. Mit besten Grüßen, der Daniel und Nauri. Oh, danke schön. Danke schön. Das ist schön. Das freut mich. Das ist sehr schön. Das gefällt mir. Das ist schön. So, jetzt wollen wir mal reinschauen, was denn da noch alles drin ist. Nicht nur als Schienenbau und eine Strahlensteuer. Richtig, richtig schön. Richtig schön.
Schauen wir mal, also was haben wir denn hier? Also erstmal, wie wert das Original? Da bin ich schon mal richtig gespannt. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal wert das Original gegessen habe. Ist bestimmt schon Jahre oder Jahrzehnte? Ne, Jahrzehnte. Das wären dann maximal 2 Jahrzehnte. So weit geht es noch nicht. 2,5 Jahrzehnte. Naja, Jahre? Naja, auf jeden Fall Jahre her, dass ich das letzte Mal ein Werthers gegessen habe. Und jetzt hier auch noch hier mit diesen Soft-Dingens. Da bin ich mal sehr gespannt. Da werde ich mir, soll ich mir da gleich mal einen reinschieben? Ja, ich soll die gleich mal probieren. Nee, dann. Oder doch. Ach, ich probiere es einfach mal. Nein, ich probiere es nicht. Mache ich später die Packung auf. Sonst passiert wieder ein Unfall. Und ihr wisst ja, die meisten Unfälle passieren ja im Haushalt. So, dann was haben wir hier noch drin? Eine Klopapierrolle. Eine Klopapierrolle ist hier drin. Ja, wie geil. Also Klopapierrollen braucht man ja immer. Und also die letzten Monate haben uns ja gezeigt, wie wichtig Klopapierrollen sind. Und dass man davon gar nicht genügend horten kann. Was haben wir denn hier noch drin? Einen Corny Haferkraft. Da bin ich mal sehr gespannt, wie der schmeckt. Weil ich bin gar nicht so der Freund von diesen Müsli-Riegeln. Aber der schaut tatsächlich ganz lecker aus. Da bin ich sehr gespannt, da freue ich mich schon mal drauf. Ich glaube, den kann ich auch gleich mal essen. Den glaube ich, esse ich gleich. Oder wir packen erstmal weiter aus. Dann haben wir hier noch ein Corny Haferkraft. Ballaststoffe und vegan. Das ist ja ganz wichtig. Also heutzutage muss ja alles vegan sein. Ich filme jetzt hier noch eher Freihand. Cranberry-Kürbiskern. Gut, Haferkraft. Ich bin sehr gespannt auf die 2 Dinge. Oh, Skittles. Die mag ich auch sehr gerne. Vielen Dank übrigens auch nochmal an dieser Stelle. Skittles, da freue ich mich jetzt richtig drauf. Die, glaube ich, kann man die ganz, ganz einfach aufmachen? Nee, kann man auch nicht. Also, für alles braucht man 2 Hände, wenn man als Einhändiger geboren wird. Oder wenn ich mir jetzt eine Hand abhacken würde, wäre ich komplett aufgeschmissen und müsste lediglich verhungern. Ja, mit dem Ding kann man das auch so, das ist Kaffeepackungen, genau. Wie bei den Kaffeebohnenpackungen, dass man die da wieder zumachen kann. So. Na, dann schauen wir mal, was jetzt noch alles drin ist. Es fasst sich hart an. Sehr hart. Ich bin sehr gespannt. Es scheint also doch keine Klopapierrolle zu sein, sondern irgendwas anderes. Also man kann es eindrücken. Man kann es eindrücken. Eine Blumenvase vielleicht? Man weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Da hätten wir jetzt länglich. Okay. Ich glaube, ich mache es mal auf. Schauen, was da drin ist. Es sieht nach nichts aus. Ich weiß es nicht. Ja, moin. Jawohl. Das ist ja mal geil. Das ist Syndicate. Ich dachte jetzt, das wäre schon eine Tasse vom neuen, wie heißt das? Vom neuen Assassin's Creed Valhalla. Ah, da gibt es bestimmt auch noch Tassen dann später. Syndicate, geil, freut mich, Dankeschön. Da kann ich gleich mal meinen Kaffee da drin zubereiten. Ja, geil, das freut mich, Dankeschön. Sehr schön. So, was haben wir noch da drin? LED Night Light. Was könnte da jetzt wohl drin sein? 3D LED Night Light. Enjoy your gift. Smart and long life. Have a nice day. Mit einem Nachtlicht einen schönen Tag haben. Na, da bin ich ja mal sehr gespannt, was. Das ist eine. Ach, so eine Lampe ist das. Oder wie? Mal auspacken, ja. Hm.
Royal Specifications Input Voltage 4,5 bis 5 Volt Power Input USB Cable included oder 3x AA Batterien. Ich glaube, da dürfte ich sogar welche da haben. Was sehe ich da? Warte mal, ich gehe ein bisschen raus hier. Läuft die Kamera überhaupt? Ja, okay. Jetzt dachte ich schon für einen kurzen Moment, die Kamera läuft nicht. Warte mal, muss man das da draufstecken, oder? Also irgendwie so. Ja, ich weiß nicht, wie weit man es reinstecken muss. Na doch, also man kann es eigentlich schon sehr weit reinstecken. Ich traue mich jetzt noch nicht, aber es müsste Plexiglas sein, oder? Ja, geil. Und wenn man das dann so draufsteckt, dann leuchtet das, oder? Irgendwie so müsste das doch sein. So, jetzt schauen wir, ob man das da... Oder muss da erst die Schutzfolie runter, ne? How to use... Remove the transparent protective film from both sides of the acrylic plate. Place acrylic plate in the base. Plug in the USB cable to power supply computer or insert batteries. Press the power button to turn on. Press the power button to change color. Each time the power button is pressed, the lamp will change color. There are... Was machst du denn da unten? Na, darfst du ruhig weitermachen. Ist schon okay. Jetzt kommt der andere auch noch daher. Ja, puzzelt's euch mal. Oh! Soll das? Warum verscheuchst du den Keks? Ja, ja, hau ab. So. Da waren wir stehen geblieben. There are 7 colors. Red, green, blue, yellow, cyan, purple and white. Plus an alternating option. Hold switch down for 2 seconds to turn lamp off. Cleaning instructions. Wipe acrylic with a clean soft touch. Do not use abrasive cleaners as will damage surface. Okay. Dann machen wir mal hier die Schutzfolie runter. Dürfte wohl jetzt nicht allzu schwer sein. Dann bauen wir das Ding gleich mal zusammen. Hey, das freut mich jetzt riesig. Also vielen Dank. Vielen, vielen Dank, lieber Daniel. Ich weiß, ich kann meine Dankbarkeit nicht so wirklich zeigen. Aber es ist einfach so. Mit einer Hand auspacken ist jetzt nicht gerade so einfach. Ich sollte mir da echt ein besseres Stativ da mal zulegen. So. Please tear up both sides of protective film. Ach, auf der anderen Seite ist auch noch so ein Schutzfolie drauf. Schau ich mal, ob ich es in der anderen Hand irgendwie runterkriege. Aber da ist doch gar keine drauf, oder? Seht ihr da eine drauf? Ich sehe da keine. Naja. Oh. Da muss aber eine drauf sein. Ja, film da einfach mal den Boden und den gelben Sack da hinten. Aber gut, ich meine, gelber Sack gehört ja eigentlich in jeden gepflegten Haushalt. Also hier kriege ich es nicht runter. Both sides. Aber ich sehe da auf der anderen Seite keine... Naja. Ich habe keine Ahnung. Muss ich später nochmal in aller Ruhe drüber gehen. Ich stecke sie mal da rein. Habe ich zufällig ein USB da? Ich glaube nicht. Aber da können wir die Batterien noch reintun. Okay. Die werde ich nachher noch komplett zusammenbauen. Dann gibt es nochmal ein kurzes Einschubvideo von mir. Jetzt stellen wir die aber erstmal dahin. Geil! Also das freut mich echt. Wenn ich die da so auf meinen Nachttisch stelle oder sowas und dann leuchtet die da so herum. Das ist geil. Das ist geil. Die kommt auf meinen Schreibtisch. Nee, die kommt nicht auf den Nachttisch. Die kommt auf meinen Schreibtisch und dann wird sie immer eingeschaltet, egal was ich aufnehme. Es ist sowieso nur Assassin's Creed, was ich aufnehme, von dem her. Nee, Dankeschön. Dankeschön. Echt. So, jetzt haben wir noch 2 Sachen drin. Einen Daniel-Anstecker mit Sicherheitsnadel. Dankeschön.
Dankeschön. Und ein. Das kommt natürlich auch mit raus hier. Das bleibt doch nicht in der Kiste. Und dann haben wir hier ein T-Shirt. Premium 3XL, genau. Genau meine Größe von dem Daniel. Das machen wir hier mal ein bisschen. Dann kann ich das hier mit einer Hand. Warte mal. Jawohl. Ich lege es mal so drüber. Jawohl. Ja, sehr schön. Dankeschön. Dankeschön. So, das war anscheinend auch alles. Hier ist nichts mehr drin. Da kann ich dann gleich die Kamera drin verschwinden lassen. Das T-Shirt haue ich gleich mal in die Waschmaschine und kann es dann nachher anziehen. Ist es trockener geeignet? Ist es trockener geeignet? Steht. Gibt es da irgendwelche Hygienehinweise? Ja, genau. Hygienehinweise. Scheiß Corona. Überall. Überall hörst du nur noch Corona. Control 4. Ja, steht da irgendwas drauf? Also, wir dürfen es maximal mit 30 Grad waschen. Nicht chlorbleichen. Nicht trocknen. Und nur auf einer Stufe bügeln und nicht Ding. Also, ich darf das Ding auf keinen Fall in den Trockner stecken. Gut zu wissen, weil ich packe nämlich sonst alles in den Trockner, was ich habe. Jawohl, also da freue ich mich wirklich, da freue ich mich, darüber freue ich mich. Das könnte ich eigentlich gleich anziehen. Das könnte ich eigentlich gleich anziehen, ja. Okay, also auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die vielen Sachen. Und ja, schaut doch auch gerne beim Daniel vorbei, in der Videobeschreibung ist sein Kanal verlinkt und lasst ihm einen lieben Gruß da. Und ja, ich bin dann raus für dieses Video. Ach ja, genau, und die Lampe kommt dann gleich noch als Einschub. Macht's gut, tschüss, euer Busfahrer.